So Leute, jetzt mache ich wieder was ich eigentlich nicht machen wollte aus dem Autofilm. Hier ist der Langpfosten-Wasserfall. Und so wie es bis jetzt aussieht, gibt es keine Parkmöglichkeit. Oh doch, da kommt ein Schild hin. Ja, mal sehen. Ansonsten lasse ich die Kamera jetzt einfach laufen. Ich habe das Fenster mal runter gemacht, damit man da auch ein Gefühl für kriegt. Der Parkplatz ist natürlich in 1,1 Kilometern. Das nützt mir dann auch nicht viel, aber ich versuche mein Glück. So, jetzt müsste es langsam schon kommen. Oh, hinter mir ist keiner, wunderbar, dann kann ich auch mal langsamer machen. Und hier ist der Parkplatz. Das ist ja noch besser. Ach, was ein Glück. Dann kann man rüberlaufen. Ja, ich werde mal eben vernünftig parken und dann gehe ich mit euch dahin, soweit es geht. Ich schlängel mir jetzt hier an der Leitplanke lang und höre ihn schon deutlich. Ihr glaubt gar nicht, was ich fühle. Das ist echt irre. War ja wieder klar. Ich, der Panik hatte, dass ich keinen Parkplatz finde, so in der Nähe, muss gerade sehen, dass direkt daneben ein Parkplatz ist. Aber ich denke, der wird sehr voll sein. Deswegen bin ich jetzt da hinten auf jeden Fall auf Nummer sicher. Wenn nicht, könnte ich ja noch weiterfahren. Andererseits übernachte ich hier auch. Und das ist, glaube ich, da vorne am Wasser sehr laut. Aber ansonsten, der Wahnsinn. Aber auch hier gilt die gegenüberliegende Seite. Ist nicht zu verachten. Unterhalb des Parkplatzes ist hier so eine Picknickecke, wo man eine herrliche Aussicht hat. Über dieses ganze Fjord hier. Und keiner sitzt hier. Es sind 18 Grad und mit der Sonne ist doch echt okay. Und außerdem ist die Aussicht von hier auf jeden Fall grandios. Jetzt einmal das Ganze im Zoom und dann nochmal hochgeschwenkt. Unglaublich, Leute, unglaublich. Ich versuche mal noch ein bisschen näher ranzukommen. Ich denke, von hier habe ich einen ganz guten Ausblick jetzt. Und ihr dann auch. Ich werde aber auch gleich nochmal hochgehen. Man kann an der Straße noch ein Stück lang gehen und dann halbwegs mittig stehen. Und zwar ungefähr da. Und dann gibt es noch mal den perfekten Ausblick, denke ich. Hier ist nur der kleine Seitenarm. Aber ihr hört schon, wie laut das ist. Deswegen werde ich jetzt gleich da vorne mal nicht quatschen, weil das wäre ein reines Rumgebrülle.
jetzt gewesen sein. Macht's gut mit diesem echt super traumhaften Ausblick. Euer Markus.